Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. So, wir haben im letzten Part die ganze Ölproduktion schon mal angestupst und haben hier schon mal grob was schon grob uns mit den Monstern herumgeärgert, die regelmäßig vorbeikommen. Die werden hier auch noch ein Dornenauge sein. Aber wir können jetzt schon mal die Batterien anfangen zu bauen. Und ja, gut. Ich glaube, mustertechnisch wäre es so rum am intelligentesten. Die Batterien waren doch mit der anderen Fabrik gebaut, gell? Ja, genau, mit der Chemiefabrik. Da brauchen wir aber mehr Platz für. Als das, was ich jetzt gerade eingeplant hatte. Da werden wir auch ein paar mehrere hinsetzen, weil Batterien kann man immer genug, kann man nie genug haben. Batterien. Das ist wie früher, so, wo man damals so seinen Handheld Gameboy hatte da und so weiter. Ach, das kennt man heute. Kennen die Kinder von heute alles gar nicht. Dieses Problem, dieses massive Problem vor allem. Dass man. Sein Gameboy immer mit Batterien. Ist das war teuer! Das war echt schweineteuer damals, das Hobby. Na gut, Gaming ist heute immer noch ein teures Ding, aber Handheld war damals teuer. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall schon uns in dem ersten Part, in den ersten paar Minuten von dem Part, so muss man es eher sagen, uns schon um Batterien gekümmert. Die produzieren wir auch schon. Hätte die eigentlich nur im nächsten Part mit reinstopfen können, aber 24 Minuten ist halt doch ein bisschen weiter weg vom Standard. Daher müssen wir das tun. Gut, dann werde ich noch ein paar Chemiefabriken hinstellen. Werde dann nachher noch ein bisschen beleuchten, damit ihr nicht so ganz im Dunkeln steht. Denn im Dunkeln ist nicht gut munkeln. Jo, dann werde ich das aber so machen. Ich glaube, so wird es dann am intelligentesten sein, wenn wir das dann. So verdrahten. Genau. Es kommt zwar nur da raus, aber ich muss jetzt hier noch. Oh, Solarplatten. Müssen wir uns auch bald drum kümmern. Ich glaube, Forschungsspeed wäre nett, wenn man ein bisschen was noch zulegen würde. Wir machen jetzt noch hier eine Verbindung rüber. Dann haben die nämlich auch. Machen wir hier noch einen Untergrundbelt. Das funktioniert mit dem auch ganz gut. Und dann haben wir hier immer einen Platz frei, wo wir abgreifen können. Sehr schön. Ein neues Muster ist festgelegt worden. So mag ich das. So. Batterien werden produziert und auch im organisierten Maßstab. Dann müsste ich mir jetzt mal überlegen, was wir jetzt hier als nächstes tun, um uns intelligent zu verteidigen. Wir können jetzt auf jeden Fall schon mal eine Waffenverteidigungsproduktion aufbauen, die tatsächlich damit sich beschäftigt, die Monster uns effektiv vom Leib zu halten mit diesen Laser-Turrets. Und die werden auch für eine relativ kurze, also das heißt mittelmäßige Zeit erstmal uns halten. Das heißt, und die müssen wir uns dann in ein Stück nicht mehr kümmern. Allerdings, oh, Elektrikmotoren, die muss ich ja auch noch machen. Herrschaft, Zeiten. Hab ich ja gar nicht vergessen. Lass mich mal kurz was luren. Hier unten. Und zwar, genau hier die. Wir brauchen noch Advanced Circuits. Batterien haben wir. Filter haben wir auch. Steel ist schnell geproduziert. Wir brauchen noch die Advanced Circuits. Okay, auf der Liste der direkt als nächsten zu tunenden Dinge sind Advanced Circuits. Also Plastik. Oh, das wird teuer. Oh, das wird aufwendig. Dazu brauchen wir vorher die Forschung noch. Und dazu brauchen wir ein paar von denen. Weil ich möchte nicht nochmal umbauen müssen. Vor allem, ich brauch die Forschung hier. Das Umwandeln von Heavy Öl in Leitöl und von Leitöl in Petroleum. Das ist absolut relevant. Ich werde dafür ein paar von den Advanced Circuits so unkonventionell erstellen müssen, damit ich an diese Forschung rankomme. Ich finde das eigentlich ein bisschen doof, dass die als einzige Forschung da diesen Umweg macht. Bisschen nervig, aber ist jetzt halt leider so. So. Ist übernommen. Das heißt also, wir machen mit der Forschung diesen einen Umweg, dass wir diese Advanced Circuits da, diese Handvoll Advanced Circuits dann eben von Hand erstellen müssen. Plastik braucht Kohle und Petroleum. Kohle haben wir ja hier direkt in der Umgebung. Das heißt, wir könnten im Notfall hier noch was abgreifen. Und es wäre mir exakt auch lieber, wenn das hier unser Produktionskohle wird. Ist deutlich angenehmer. Gut. Ich ziehe jetzt mal hier kurz ein bisschen den
Grundstock weiter vom Baum. Also von dem einseitigen Baum. So. So, da ist das auch schon mal gleich weiter. Unsere Fabrik ist schon ziemlich groß. Wohlgemerkt, wir haben jetzt, glaube ich, Part 13, gell? Ne? Jo, 13. Vor 13 Parts gab es das Ding hier noch nicht. Oh. Um genau zu sein, es gab es vor... Ja. 8, 9 Parts gab es das noch nicht. Oh Mann, wir sind ziemlich weit gekommen und ziemlich schnell weit gekommen. Hm. Das gefällt mir. Gut, ich werde jetzt mal ein paar von den Laser-Turrets bauen. Die werde ich dann schon mal an taktisch wichtigen Punkten platzieren. Warum laufst du nicht schnell genug? Weil der Greifarm nicht schnell genug ist. Gut, dann machen wir hier so einen kleinen Trick. So. Dann kann ich mir aber den Bell-Sorter sparen. Die hat zwar... Jetzt wird es leicht außenseitig mächtiger, aber es dürfte besser gehen. So. Und bis der Tank voll ist, wird das sowieso noch eine Zeit lang dauern. Gut, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die Batterien... Okay, ich muss jetzt erstmal Plan anfangen. Wir haben jetzt wieder in die Planungsphase, wo wir uns überlegen müssen, was tun wir als nächstes. Und bevor wir das nicht festgelegt haben, ist das noch ein bisschen Chaos. Gut, ich möchte die Robotics haben. Die Robotics sind deshalb praktisch, weil dann kann ich die ganzen Sachen automatisieren, die auch diese ganzen Planungsgeschichte, sowas hier, Advanced Plan, Construction und so weiter. Da habe ich die Construction Robots und das grobe Logistiksystem. Das brauche ich. Flight brauchen wir auf jeden Fall dafür noch. Und für Flight brauchen wir noch die... Ich kann Pumpen bauen, habe aber noch nicht die Engine erforscht. Ernsthaft? Ja gut, dann forschen wir als nächstes die Engine. Als nächstes wird Engine also abgeforscht. Hier ist er, genau. Wird Engine abgeforscht und dann arbeiten wir uns in Richtung Construction Bots vor. Dann haben wir das schon mal geplant. Also zwischendrin müssen wir einmal diese Forschung noch einschmeißen, um das Ganze mit dem Öl noch uns halbwegs dastehen zu lassen. Aber das kann erst nach dem Elektromotor, da ich die Red Circuits, also die Red Net System, das Red Net System benutze und damit auch ein bisschen handhaben kann. Ich benutze es relativ selten, aber alles nach einer Zeit. Es muss auf jeden Fall als erster Elektromotor her. Gut, der Elektromotor steht dann. Dann können wir die Sache kurz zwischen einwerfen und können dann wieder zurück zum Flight zurückgehen. Und wenn der Flight dann ist, ist schon erstmal alles gut. Gut. Das heißt also, als nächstes kommt in der Produktion Plastik dran. Das heißt, Kohle und Petroleum werden wir dann brauchen. Wenn das dann, also ich sage euch gleich mal, der Advanced Circuit Baumstamm, der wird lang. Der wird fucking lang. Also ich schätze mal, dass der irgendwo hier ist. Und der kann locker bis hier hinter gehen. Weil das Problem an diesen Advanced Circuits ist, der Ressourcenaufwand, um die zu produzieren, ist noch nicht einmal besonders hoch. Aber die brauchen fucking lange. Holy damn, brauchen die immer lange. Und da brauchst du viel, um diesen halbwegs einen anständigen Zeitrahmen das wieder auszuschmeißen. Und ja. Wie gesagt, recht großer Aufwand für recht wenig Circuits. Das heißt, wir kümmern uns jetzt als nächstes um die Advanced Circuits. Dann können wir nämlich auch zwischendrin ein paar von den Advanced Circuits schon mal von Hand produzieren. Mehr oder minder von Hand. Und ja, wie sieht es dann mit Bewaffnung aus? Ja, zwischendrin müssen wir uns auch noch mit Waffentechnik auseinandersetzen. Aus dem simplen einfachen Grund, wir müssen noch irgendwann die Flamethrower bauen, damit wir hier die Biester reduzieren können, dass das so lange Geld erntet, also in Radiation, sage ich jetzt mal, erntet, passt mir jetzt eigentlich gar nicht rein in das ganze Konzept, aber gut, die Engine ist recht schnell erforscht, da wir ein recht anständiges Forschungssystem haben. Wir könnten das verdoppeln. Können wir auch noch machen. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. Nee. Der Speed ist in Ordnung.
Das heißt, wir brauchen Plastik. Plastik brauchen wir die Jungs hier wieder. Die haben keinen chemischen Input, also flüssigen Input. Doch, die haben Petroleum als flüssigen Input. Und darum muss ich mich jetzt kümmern. Petroleum. So. Das heißt, wir haben hier den Ansatz. Wir sehen schon wieder nichts. Ich brauche wieder Lampen für euch. So. Holen wir uns so ein bisschen Zeug heran. Die haben schon wieder keine Eisenplatten mehr. Komm schon. So. Brauche noch ein paar Lichter. Die Leute wollen ja was sehen. Nö. So. Damit ist das hier auch mal wieder beleuchtet. Ihr seht was. Das ist gut. Ich glaube, hier wäre ein guter Punkt. Na, ist hier nicht. Schätzeisen. So. Hier kommt dann noch ein... Nein, das ist ein ganz schlechter Punkt. Da-di-da-di-da-dann. So. Ich glaube, hier ist ein recht guter Platz. Auch von der Länge her können wir hier auch noch ein bisschen managen. Jo, das scheint mir gut. Das sitzt, das passt, das wackelt und hat Luft. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So soll es sein. Gut, dann haben wir das hier geklärt und haben wir das auch angeschlossen. Hier mache ich noch schnell ein paar Underground Barrels rein, damit das Ganze auch luft. Jetzt braucht das Ding hier noch Kohle, beziehungsweise wir brauchen ein bisschen mehr Plastik im Allgemeinen. Electric. Dürfte jetzt auch relativ rasch erforscht sein. Ich habe keine Baus mehr. So. Wo habe ich eigentlich schon wieder das ganze Kupfer in meine Taschen bekommen? Das ist auch etwas, was ich mir immer frage. Wo hebe ich das Zeug auf? Drücke ich immer versehentlich F für aufheben oder... Was passiert da? Oder sind das irgendwelche Gnome, die mir Kupfer in die Taschen legen? Die Kupfergnome. Oh Mann. Das erinnert mich irgendwie aus irgendeinem Grund gerade spontan an die Zensurgnome. Von Harveys neue Augen. Ah, ein neuer Ätna bricht aus, Teil wäre eigentlich schon mal wieder geil. Die Ponia-Reihe ist ja jetzt gerade mit Doomsday zu Ende gegangen, beziehungsweise Doomsday war ja eigentlich das nicht gewollte Sequel. Was ich auch recht witzig fand, dass die Leute sich so beschwert haben. Ich könnte hier eigentlich gleich Kohle abgreifen. Mache ich das? Ja, mache ich. Ich glaube, ich mache das schon. Der Grund, warum ich damit harder ist, ist relativ simpel. Der Verbrauch kann manchmal ziemlich hoch sein. Und ich will ja meine Sachen damit beheizen. Mhm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sie fix, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau, hier kommen meine. Hier hole ich das Kupfer immer rein. Deponia. Ende vom Doomsday, nicht gewollt, vom Poki, habe ich da weitergesprochen. Warum nimmt sie nichts? Ah, ihr habt schon. War eher vom Poki ungewollt, aus einem simplen einfachen Grund. Die Trilogie war mit dem dritten Teil zu Ende und die Leute haben einfach gesagt, vierter Teil, Ende ist kacke, bla. Also dritter Teil, Ende ist kacke, deswegen vierter Teil. Ich persönlich fand das Ende vom Deponia überhaupt nicht schlimm. Ich fand auch die ganzen Enden vom Deadlake Entertainment allgemein nicht so schlimm. Es ist halt Pokis Stil. Das musst du mögen. Das ist halt seine Art. Er schreibt wie Russen, muss ich dazu sagen. Vielleicht hat er sich da auch ein paar Werke davon bedient, sage ich jetzt mal, aber hast du eigentlich das Originalende von Metro gesehen? Das Ende, was in den Spielen kam, das ist ja Killefick. Das war ja nett. Was ich aber im Spiel recht angenehm fand, war, dass das einfachst zu erreichende Ende, dass das Originalende aus dem Buch ist, also das schlechte Ende. Im Spiel ist es das schlechte Ende, aber im Buch ist es das richtige Ende. Was ich recht interessant fand. Haben sich die Leute auch drüber aufgeregt. Über schlechte Enden im Spielen. Das ist ja auch etwas so. Muss ein Spiel immer Happy End sein? Friede, Freude, Eierkuchen? Habe ich nie, ehrlich gesagt, zu den Drang dran gefunden, dass das so haben zu wollen. Gut, auf jeden Fall, wir haben Plastik. Damit könnten wir eigentlich schon mal im Groben schon mal ein paar Circuits schon mal zusammenkriegen. Mache ich das jetzt von... Nee, ich mache das nicht von Hand. Bin ich wahnsinnig? Wieso bin ich jetzt auf den Gedanken gekommen, das von Hand machen zu wollen?
Gut, 16. Das ist unser aufhaltender Faktor, ist, dass wir keine grünen Circuits haben. Wir brauchen noch die Produktion von grünen Circuits. Grünen Circuits. Warum wird jetzt hier eigentlich so viel grün? Ist das wieder so eine Produktion, die... Nee, unterschiedlich viel frisst du die nicht. Warum kriegst du zu wenig? Du hast doch mehr als genug. Es hat sich nichts geändert. Null. Gut, auf jeden Fall, das geht gerade ziemlich schnell voran, was ich etwas überraschend finde. Ich habe jetzt eigentlich damit mit gerechnet, dass es länger dauert, aber gut, dann halt nicht. Nochmal hier hin. Ich mache ja immer so gerne so ein paar Pufferkisten von so Sachen, die halt einfach direkt immer produzieren. Also das sind so Sachen, die dann später halt einfach, diese normalen Kisten werden später dann durch, entsprechende Kisten vom, also entsprechende Kisten vom Logiksystem übernommen. Also nicht vom Logistiksystem, so rum. Nicht Logiksystem. Und die fülle ich dann einfach drin, zwischendrin, damit ich halt einfach immer welche Ressourcen von denen habe. Immer so, wo ich sage, da habe ich mit Absicht überdimensioniert. Werdet ihr dann zum entsprechenden Zeitpunkt dann schon sehen. So. So. Dann haben die Kisten, sind die Kisten auch voll. Weil zwischendrin greife ich gerne von der Produktion halt was ab. So wie hier jetzt zum Beispiel. Weil ich möchte nicht die ganze Zeit immer von die Fließbänder gehen. Run. Aufsammel. Und dann habe ich eine x-beliebige Anzahl und habe weniger Kontrolle darüber. Finde ich, naja, meh. Gut, was wir jetzt noch machen könnten, wäre noch ein paar von den Filtern nehmen. Genau. Kommen die hin? Dann kommen nur noch drei von denen. Genau. Dann habe ich drei. Hole ich mir dann noch 300... Plastik. Was brauche ich noch? Ich brauche... Eigentlich brauche ich noch ein paar hundert von den Circuits. Na komm schon. I need more. More. Na, irgendwie will das nicht so recht. Nee, der Output ist ein bisschen mager. Könnte ich ja eigentlich upgraden. Was, das tue ich auch. Ich habe damit zwar die komplette Kalkulation jetzt zwar für den Arsch gemacht, aber... Jetzt ist halt. So. Und ich habe ja eh gerade rote Fließbänder. Die roten Fließbänder sind super für sowas. Die brauche ich eigentlich immer nur bei solchen Massenproduktionen, also nach solchen Produktionen. Grüne Science Pack, also grüne Chips sind immer recht aufwendig zu produzieren. Das ist immer. Du brauchst viel für wenig, weil die haben. Es sind eine der wenigen Sachen, wo du das Verhältnis 1 zu 3 hast. Was halt natürlich massiv ist. Ihr seht schon, das sieht immer so wenig aus, aber das dabei ist, der Output ist genauso gut wie vorher. Es ist halt bloß jetzt, kann mehr transportiert werden. Gut, wir haben jetzt genug von denen. Lass ich mir kurz nachgehen. Kabel brauchen wir dann noch für die. Die müsste ich mir jetzt dann hier abgreifen. So. Na, komm schon. Na, komm schon. So, jetzt hat. Da werde ich mir jetzt auch ein paar abgreifen müssen. Wie viel brauche ich denn? 4... für 2. Das heißt, Verhältnis doppelt so viel. Welcher Stackgröße waren Kabel nochmal? Ich glaube, die waren 200. Wenn ich mich nicht echt irre. Gut, während ich hier jetzt mal dastehe und das Ganze hochzicken lasse, überlege ich mir noch ein paar Sachen. Wenn ich jetzt die... Ja, 200 ist das Stack. Wenn ich jetzt die Science Packs da habe, um die erweiterte Ölproduktion zu machen... muss ich ja die Produktion, also die Konstruktion der Automatisierung von den erweiterten Circuits ja unterbrechen, um das mit dem Öl zu korrigieren, weil wir garantiert diese Funktionen brauchen, weil jetzt haben wir aktuell das Problem. Ich glaube, wir rennen jetzt auch in den nächsten 2-3 Parts, also rennen wir da spätestens dann in den dritten Part jetzt dann von hier aus, rennen wir in das Problem, dass jetzt die Schweröl und der Leichtöltank volllaufen und die Fabriken keine Produktionsabnahme haben für diese zwei Produktionen und dass die Raffinerien aufhören zu produzieren, weil sie ihr Schwer- und Leichtöl nicht wegkriegen. Was dazu führt, dass die komplett das Produzieren aufhören, was sie jetzt hier auch zum Teil auch tun. Ja, ihr seht schon, im nächsten Part wird es sogar schon wahrscheinlich der Fall sein, je nachdem wie das Ganze mit dem Öl ist, weil wir haben einen relativ niedrigen Input von Öl. Das heißt also, ich werde mit der Forschung in der Lage sein, Leichtöl und Schweröl in das andere Öl jeweils umzuwandeln.
und habe damit dann die Möglichkeiten, mehr Petroleum zu produzieren. Ich werde dann noch ein bisschen mit dem RedNet-System da herumbasteln, damit das Ganze auch etwas sozusagen anständiger vonstatten läuft. Aber im Groben und Ganzen wird das dann so ablaufen, dass halt einfach... Da oben ist das Plastik. Dass ich die erweiterten Circuits höchstwahrscheinlich unterbrechen werde zu produzieren. Also die Automatisierung zu bauen. Damit wir halt die Ölgeschichte vorher gebacken bekommen. Weil die ist jetzt nämlich ziemlich wichtig, wenn wir die nämlich, weil je länger das Öl stillsteht, steht still und läuft gar nichts. Währenddessen die Advanced Circuits momentan jetzt noch keinen direkten Nutzen haben, da hängt noch nichts dran, weil das wird erst dran hängen. Ja, wir sehen jetzt schon, unser Petroleum ist eigentlich praktisch null. Ja. Gut. Aber das sind Probleme, mit denen wir uns in den nächsten Parts auseinandersetzen müssen, um genau zu sein, eigentlich im nächsten Part wahrscheinlich. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.